Hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, hier sitze ich mal wieder mit einer Mütze auf, mitten im Sommer. Ja, so ist das Wetter hier im Engadin. Ich wollte ein kurzes Video machen, um euch klar zu machen, wie dieser unsrige menschliche Verstand immer wieder Sachen kreiert, um uns selber schlecht zu machen, um uns selber zu beweisen und zu sagen, wie nicht gut genug wir doch sind. Es ist sehr, sehr erstaunlich. Mein Name ist Patricia Dender, ich bin Master of Divine Creation, Master of Divine Healing und ich bin hier mit meiner Mission angetreten, um dir zu zeigen, dass du Gott bist und dass du ein göttliches Bewusstsein hast, das hier auf dieser Erde in diesem Leben durch dich, von dir, mit dir verkörpert werden will. Ja, wir kreieren alles. Wir sind Gott, wir sind Schöpfer unserer Realität und wir kreieren auch so ziemlich viel Bullshit. Unter anderem ist unser Verstand darauf ausgerichtet, im Außen auch mal ganz gerne eine Person zu kreieren, deren Attribute wir dann so einordnen und deuten, dass sie uns schlecht und nicht gut genug machen. Ja, was meine ich damit? Wie oft siehst du da draußen zum Beispiel als Frau eine andere Frau, wo du dann sagst, oh, die hat eine tolle Nase. Oh, die hat die Nase bestimmt machen lassen. Die ist sicher operiert, diese Nase. Das ist nur ein Beispiel. Um dann wieder den Rückschluss zu ziehen und zu sagen, ja, meine Nase könnte ja auch schöner sein, aber sie ist voll hässlich, wenn ich sie operieren würde. Aber ich bin halt eine, die mit einer hässlichen Nase rumläuft, weil ich keine Nasen-OP will, zum Beispiel. Oder es geht auch noch anders. Da läuft eine rum oder fährt eine mit einem ganz tollen Auto und dann erzählst du dir die Geschichte. Wow, naja, so ein Auto will ich überhaupt nicht und das ist wahrscheinlich eh nicht das Auto. Die hat wahrscheinlich sich einen Mann gesucht mit Geld, damit sie mit so einem Auto rumfahren kann und damit sie hier auffallen kann und posen kann. Und was machst du damit? Du ziehst den Rückschluss, du bist nicht gut genug und versuchst dich selber besser zu machen, weil du bist ja eine, die nicht irgendwie sich einen Mann sucht wegen Geld oder Auto. Ja. So schieben wir unseren Kreationen da draußen alles Mögliche in die Schuhe. Wir schieben ihnen Geschichten in die Schuhe. Wir machen wunderbare Rückschlüsse gegen uns. Das ist das Problem dabei. Wir machen dann Rückschlüsse gegen uns, die scheinbar sagen, ja, ich bin ja besser wie die. Aber nein, in Wahrheit ist die Message, ist der Rückschluss, ich bin scheiße. Ich bin nicht gut genug und ich versuche die ganze Zeit zu argumentieren, warum ich vielleicht doch besser bin als das, was ich im Außen sehe. Aber wenn ich im Außen alles nur sehe und als nicht gut genug interpretiere, einordne, dann weiß ich, wer ich wirklich bin und zwar eine, die nicht gut genug ist und aus dieser Perspektive natürlich nur nicht gut genug ist, sehen, wahrnehmen, aburteilen, einurteilen, rückschließen kann. Ja, das ist heute ein sehr, sehr kurzes Video mit ganz, ganz viel Gehalt und Inhalt. Wenn dir das geholfen hat, hier auf YouTube, auf meinem Kanal, bitte like, abonniere und teile auch meine Videos, denn wir sind hier, um diesen ganzen verstandeslogisch-analytischen, antrainierten, programmierten Bullshit zu lösen und in unsere göttliche Perfektion einzutreten und hier aus Fülle, Liebe, Reichtum, Überschwänglichkeit und vor allem Bedingungslosigkeit heraus zu leben. Ja, wenn dich das interessiert und du dich auf die Reise machen möchtest, das Programm Die Frau, die alles hat, ist offen. Du kannst jederzeit einsteigen, du kannst mitreisen, du kannst auf dieser Energie surfen, du kannst dein Bullshit entdecken, entlarven und ersetzen, sodass deine jetzige menschliche Version immer mehr und mehr deine körperliche, wahre, göttliche Version verkörpert. Ganz genau. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao!